Alright, diese liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wir kommen zum Server-Analysen-Video bzw. Gildenvergleich auf W50. Leider nicht nach 11 Tagen, wie ich sonst immer gemacht habe. Das hat leider nicht funktioniert, weil einfach meine Kleine gestern mir keine Chance gelassen hat, was aufzunehmen. Was auch nicht schlimm ist, machen wir es einen Tag später und vergleichen es halt nicht mit den älteren Servern. Sowieso haben es die älteren Server schwieriger gehabt teilweise, sondern wir gucken nur auf W50 und wir werden erstmal kurz, will ich mal anders machen, über den Progress in der eigenen Gilde sprechen. Mit Level 71 im Schnitt und 364 Ritterhallenpunkte. Ich habe mir jetzt nicht alle Gilden angeguckt aufs Detail, aber ich bin die ersten 1000 Gilden komplett einmal durchgegangen, so was Level betrifft, um zu gucken, welche Gilden kann ich in den Gildenvergleich nehmen. Und grob würde ich sagen, liegt die Gilde in den Top 50. Und langfristig, wo genau in den Top 50, das zeigt sich natürlich erst ein paar Wochen später, wenn die Raids dann soweit durch sind und die Gildenkämpfe permanent stattfinden. Aber sieht gar nicht schlecht aus. Als zweiten Punkt kommen wir natürlich in die Ehrenhalle. Und da habe ich mir noch gar nichts angeguckt, gerade keine Zeit dafür gehabt. Und auf den ersten Blick sehen wir einige Kundschafter weiter oben. Ich glaube, das war zuletzt auf anderen Servern ja nicht so häufig der Fall. Und sie haben sich auch vom Level her jetzt recht gut etabliert. Der levelhöchste Spieler overall, wie es aussieht. Hier haben wir noch 254er dabei, aber ist krass. Also wir haben auch, das ist jetzt 12 Tage alt, der Server. Die Top 200 sind eigentlich insgesamt über 200, auch im Level. Das ist schon echt stark, muss man sagen. 264 ist Azuria, der stärkste Spieler. Universe knapp dahinter. Mal gucken, ob sich was an den Texten geändert hat hier. Interessant ist das Duell auf jeden Fall, da sie nicht in der gleichen Gilde sind, so viel schon mal gesagt. Trotzdem sehen wir ganz oben immer einen Flacko als Kundschafter, auch 261. Sowieso 261 haben wir noch Loki 63 aus Hollywood dabei und passend zur Serie aktuell, die ich nämlich auch gerade schaue von Marvel. Noch viele andere Spieler auch in hohem Level. Aber wir gehen jetzt nochmal die Klassen durch. Also wir haben die Kundschafter. Asu ist hier auch noch weit oben als Kundschafter. La Cocaina und Rinoxor. Die müssen wir auf jeden Fall mit erwähnen. Die sind knapp dran. Dann haben wir neben den Berserkern die Druiden. Pikachu natürlich. 256. Und habe ich nicht gerade noch einen gesehen? Nee. Da haben wir den Druiden. Doch, hier, klar, Abruzzi. Na, die beiden. Die sich hier vorne rankämpfen. Ansonsten hat die Klasse auf jeden Fall gegen die anderen beiden Klassen verloren. Orestes als Assassine fällt natürlich stark auf. Trotzdem sind viele, viele hochgelevelte Assassinen dabei mit Orestes, Nigo, kein Bier. Mace und auch Seraphim dürfen wir nicht vergessen. Also wirklich fünf etablierte Assassinen aus wiederum drei Gilden. Ist auch interessant. Das Thema kommen wir gleich nochmal. Magier haben sich hier oben etabliert. Vom Level sind sie hinter den Assassinen mit 238 und 240. Valky hier, Natsu und Jurik Jorikson. Die haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon vorgelesen. Danach kommt eigentlich erstmal nichts, genau. Dann sehen wir auch noch Krieger, aber diesmal nicht nur Tempest, der natürlich mit 244 auch sehr stark dabei ist, aber auch Soul King sehen wir. Und Soul King ist natürlich ein Name, der hier nur ganz entspannt unterwegs ist und das ist krass. Also, wenn man weiß, dass das ja stimmt. Ne? Also, wenn er nicht entspannt unterwegs wäre, wäre er dann wahrscheinlich hier oben irgendwo. Ja, keine Ahnung. Ist immer sehr interessant. Aber wir sehen auch Kampfmagier, Jack Daniels und Let's Runes, Schmenger, Nixon. Vom Level sind sie ähnlich aufgestellt wie die Magier, so um die 240, also nicht ganz 240, aber ja, das ist krass. Also
Ich würde sagen, klar, die beiden stehen jetzt hier oben oder die drei. Aber vielleicht sind die Kampfmagier sogar stärker unterwegs, stand jetzt, als die Magier. Es ist mega knapp. Also Kundschafter und Berserker ganz klar vorne dran. Dann müsste man als drittstärkste Klasse eigentlich die Assassinen erwähnen, wenn man auch so ein bisschen die Menge sieht. Druiden kommen danach, dann die Krieger, dann die Kampfmagier und geht tendenziell die Magier. Ja, und am Schluss kommt natürlich der Quotendämonenjäger. Warte mal, ist ja gar nicht Trezor. Ist es jetzt IPR? Ist er jetzt der stärkste Demon Hunter? Warte mal, der hieß doch Trezor, oder? Jess? Spielt er gar nicht mehr? Hat er sich umbenannt oder bin ich lost? Ja, das ist wieder das. Ich würde gerne filtern nach. Vielleicht verwechsle ich den auch gerade mit einem anderen. Oder ich habe ihn. Ich weiß nicht mehr, wie er geschrieben wird. Nö. Ah, hier, Tracer, da ist er. 218. Ja, ist ein bisschen weiter unten in der Ehrenhalle, aber trotzdem IPR sogar höher. Aber vom Level Demon Hunter auf jeden Fall am schlechtesten dabei, was das betrifft. Gucken wir mal nochmal auf die Werte der stärksten Spieler. Übrigens, natürlich gibt es noch andere starke Krieger, andere Assassinen, die man gerne erwähnen kann. Auch Magier. Ja, typisch, die haben wir auch vorhin gesehen, 254 nochmal als Berserker relativ weit oben eigentlich angesiedelt vom Level. Schauen wir mal auf die Top-Werte der vier Top-Leveler. Und zwar 82% SA. Oh, Rhinoxo sogar mehr als Azuria. Aber das scheint im Moment das Maximum zu sein. Und die Werte. 1936 zu 1890, 2078 zu 1730, 2145 zu 1645. Also, ja, das nimmt sich auch nicht so viel. Mal gucken, mal noch dazu nehmen. Okay, er sieht am etwas schlechtest geskillt aus im Moment. Aber das kann sich auch noch ändern. Wir können auch mal bei den Druiden reingucken hier. Wie sieht es da aus? 2060 zu 1700. 66, das ist ein bisschen mehr ausgeglichener geskillt. Also, das nimmt sich wirklich gar nicht so viel. Ich würde auch mal bei Orestes gerne reingucken, beziehungsweise ist der Dennis ja der Stärkste? Ja, es ist schwierig zu sagen, ob er wirklich jetzt der Stärkste ist. Auch er von den Skills nicht so weit weg. Nego kennt man natürlich auch von W40 mitunter. Das ist alles relativ nah beieinander. Also, das tut sich jetzt hier vielleicht um 100 bis 200 Werte beißen. Da kommt es vielleicht auch drauf an, wie gut der Arena-Manager ausgebaut ist. Wir sehen, dass die Schadensruhen aktuell hier so bei 4% liegen. Das scheint dann auch das Maximum zu sein. Da hat auch Universe Nachteil. Also, na? Er muss da aufpassen, nicht, dass ihm da sein Rang abgelaufen wird. Das Mittel, also das Midgame, und da sind wir jetzt vom Level her schon fast. Das ist halt extrem schwierig. Da kann man Fehler machen. Da muss man aufpassen. Da ziehen andere sonst gerne hinterher. Ne? Wenn wir selbst sehen, dass eben die Spieler auch schon Vierer Boni haben, dann könnte er da tendenziell was machen, denke ich. So, und dann ja, kommen wir natürlich mal final zu den Gilden. Ich werde jetzt mal wieder mein Antlitz aus diesem Video entfernen. Fernen, damit ihr mehr seht. Also links seht ihr in der Tabelle noch die alten Werte am 16.07. aufgenommen und er hat das natürlich nicht am 16.07. aufgenommen, sondern am 21. Also 5 Tage später, Tag 12. Und ja, hier haben wir erstmal die Reihenfolge der Gilden. Es sind im Moment Top 12 Gilden vom Durchschnittslevel her, von der jeweiligen Ritterhalle daneben, die Raids und die Differenz zur vorherigen Messung. Bevor wir das jetzt nochmal durchgehen, Gilden, die man erwähnen kann, die also auch vom Durchschnittslevel her tendenziell über 100 jetzt sind, die vielleicht in der Top 20 gehören, wären The Forest, Mad Catz, der Märchenturm, Zabadon, Ebredok, die Spektronen, Snetnoseni, Legion of Doom und Chadgar Puchata. Ja, das sind alles Gilden, die, also ich hatte jetzt nicht die Zeit, die alle aufzunehmen, aber die vielleicht schaffe ich beim nächsten Mal schon wenigstens eine Top 15 oder eine Top 20, wie ich es auch auf anderen Servern hatte, die tendenziell da jetzt wahrscheinlich dazugehören würden.
ein paar Level oder ein paar Gilden habe ich auch gesehen, knapp unter 100. Ja, und dann störte ich auch schon bei 71. Ne? Also, das ist jetzt auch nicht mehr mega weit weg. So, aber kommen wir mal zur, zur Gilde Rang 12. Ist im Moment Valhalla 125. Hat eine Durchschnittsritterhalle von 471 und 20 Raids. Und wir haben ja die Werte der vorherigen Woche. Da muss man sehen, von den Werten, die wir haben, gehört Valhalla zu den Gilden, die in den letzten 5 Tagen die zweitmeisten Ritterhallenfortschritte gemacht hat. Das kann natürlich sein, weil die Leute viel auf Ritterhalle gegangen sind. Es kann sein, dass neue Leute dazugekommen sind, also die Gilde beigetreten sind, das weiß ich nicht. Aber von der Statistik her sind sie hier gelb unterlegt in der Differenz. Und deshalb hatten sie dort eigentlich eine sehr starke Woche. Vom Level darüber liegt Avalanche. Avalanche hatte ich vorher nicht aufgenommen. Haben auch 479 Ritterhallenpunkte, 19 Raids. Die sind also deutlich stärker im Moment als Valhalla und klopfen an die Top 10. Die Top 10 belegt oder fängt an im Moment bei Knights Husseini. Also ein ganz lustiger Name. Haben 139er Level und 468 Ritterhallenpunkte bei 19 Raids. Da sieht man also einen kleinen Nachteil bei der Ritterhalle. Das macht jetzt nicht mega viel aus, dafür haben sie einen Vorteil im Level. Aber es ist knapp. Das ist jetzt knapp. Ein kleiner Vorsprung oder ein etwas größerer Vorsprung haben dann die Gilden, die wir schon ursprünglich in den Top 10 hatten. Nämlich Dead Valley fängt da an und Shadowhunters. Beide haben jeweils 149 Durchschnittslevel. Dead Valley aber mit etwas geringerer Ritterhalle. Da haben sie Nachholbedarf gegenüber den Shadowhunters 467 zu 482. Die Shadowhunters auch die Gilde, die die höchste Differenz in der Ritterhalle gemacht hat seit der letzten Messung mit 65 Stufen. Das ist wirklich sehr stark. Trotzdem Dead Valley auch eine gute Leistung vollbracht. Mit 53 sind sie immerhin die Gilde mit den drittbesten Fortschritt. Ne? Es ist natürlich klar, dass die Gilden, die vielleicht in der vorherigen Messung etwas niedrigere Ritterhalle hatten, dass die es einfacher haben, die Ritterhalle hoch zu pushen. Aber ich finde, auch solche Leistungen sollten belohnt werden. Deshalb von mir immer diese Markierung, wer da wirklich eine sehr starke Woche hat. Und man muss auch fairerweise sagen, dass Dead Valley nur ganz knapp von den Top 3 entfernt ist, was auch das höchste Durchschnittslevel in der Differenz seit der letzten Messung mit 52. Ist wirklich gut. Aber Shadowhunters auch mit 50, es ist wirklich, es nimmt sich nichts. Darüber steht Olympia mit einem Durchschnittslevel von 150 und 474 Ritterhallenpunkten. Eigentlich müssten die hier über Rising Star stehen, da habe ich irgendwie einen Fehler in der Sortierung gemacht. Aber Olympia immerhin, ja, die Geschichte mit Olympos, was wir links noch sehen, Olympia und noch einer dritten Gilde, sieht so aus, als wenn Olympia so quasi so das Optimum sich geholt hat an Spielern oder dass das die stärkste Gilde ist letztendlich. Und ja, sie kämpfen um diesen Platz mit Rising Star. Ja. Halt. Warte mal. Das ist alles live, Leute. Keine Unterbrechung. Mit Rising Star. Rising Star auch 150. Haben halt eine etwas schlechte Ritterhalle auch. Also da haben sie auch Nachholbedarf. Hatten aber eine gute Woche vom Level her. Dritthöchster Levelfortschritt mit 53. Rising Star hatte auch ein paar richtig gute Chars drin. Das ist auch, komme ich gleich nochmal dazu, aber interessant, dass halt wirklich einige Top-Chars wirklich in vielen verschiedenen Gilden unterwegs sind. Das macht diesen Server wirklich sehr interessant. Im Moment haben auch 21 Raids bereits. Top ist 22 im Moment, das ist also nicht weit weg. Ist auch wichtig, dass man natürlich, eigentlich muss man es auf den Tag sehen, zumindest auf die Alu, dass man natürlich alle Boni mitbekommt. Darüber dann mit einem kleinen Vorsprung und fast schon in den Top 5, aber so ein bisschen aktuell alleine rumdümpelnd, ist Project Alpha mit 157er Level, 491 Ritterhalle und 20 Raids. Der Fortschritt bei denen war auch gut. Definitiv sowieso bei allen Gilden sehr gut, sonst wären sie nicht da oben. Aber wenn man es jetzt im Vergleich hat, hatten sie den, ja, den am wenigsten spektakulärsten Fortschritt. Was nichts heißt, kann nächste Woche wieder anders sein. Und wie gesagt, es gibt manchmal auch ganz verschiedene Gründe. Es kann auch mal sein, dass eine Gilde auch mal ein Spieler, der ein hohes Level hat, verloren hat oder so. Ne? Das ist alles denkbar. Dreamland und Spektrum sind gerade in den Top 5. Spektrum
ist da ein Ticken stärker, weil sie auch 500 dritte Halle bereits haben und ein Raid mehr. Fortschritt dort eben auch sehr gut. Dreamland hat aber gut aufgeholt. Die hatten einen größeren Vorsprung vom Level. Haben sie geschafft. Bei der Ritterhalle haben sie halt ein bisschen verloren. Das ist mega knapp. Also die beiden Gilden definitiv bilden hier die Top 5 auf dem Serverstand jetzt. Und sind nur knapp hinter der Holzfällerhütte, die sich auf den dritten Rang gekämpft hat im Moment mit 168er Durchschnittslevel, 503 Ritterhalle und 21 Raids. Hier ist es auch so, dass sie vom Level her von den drei Top 5 Gilden den kleinsten Fortschritt haben, aber jetzt, wo ich das Video aufnehme und einen Tag später, könnte es auch sein, dass sie das ausgeglichen haben. Das ist nur ein Level, das ist noch nicht viel zu diesem Zeitpunkt. Man muss jetzt noch nicht denken, dass sie da jetzt zurückfallen. Ne? Denke ich auch nicht, zwingenderweise. Und man weiß ja auch, dass manche Spieler jetzt ein bisschen weniger leveln. Das ist halt dazu. Und dann kommen wir mal zu Crit Happens, die auf dem zweiten Platz stehen. Mit einem Durchschnittswert von 196. Also da gibt es dann schon einen Vorsprung mittlerweile. Der war zuvor nicht ganz so groß. Sie haben auch die zweitmeisten Level gemacht als Top-Gilde. Und die zweitmeisten Ritterhallenpunkte. Also overall gesehen hatten die eigentlich die stärkste Woche. Kann man sagen. 22 Raids natürlich on top. Die ja, bilden die stärkste Konkurrenz im Moment zu Hollywood. Die ein erstaunlich hohes Level haben mit 213. Auch die höchste Ritterhalle mit 510. Da haben sie ein bisschen verloren gegenüber Crit Happens. Aber das ja, könnte halt auch daran liegen, weil eben Hollywood auch schon zum erstmaligen Zeitpunkt also die höchste Ritterhalle hatte. Ja, da ist es immer schwieriger, viel zu machen. Crit Happens kennt es ja auf S41. Es ist noch nicht gesagt, dass Hollywood wirklich die stärkste Gilde bleibt. Ja, aber der, also vom Level her, so vom Durchschnittslevel, ist es schon nochmal ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Beide Gilden werden jetzt immer Raids machen. Ich denke, erstmal, wenn 46 Raids oder sowas anstehen, wird man dann auch direkte Kämpfe haben. Und das kann dann wiederum interessant sein, weil ja dann die Frage ist, welche Top-Chars, welche Klasse haben, welches Glück man hat im Kampf. Das zeigt dann so ein bisschen wirklich, wer sich dann etabliert. Und ja, das ist aber wirklich eine sehr starke Konkurrenz. Und ich kann es euch nochmal zeigen. Ich nehme das hier nochmal weg, zack. Gut, wir haben in der Ehrenhalle, also wenn man bloß mal den Helden folgt, ja, wir haben hier viele Klassen aus vielen verschiedenen Gilden, also Kundschafter von Dreamland, Crit Happens, Hollywood, ja, natürlich sind dann manche Gilden auch doppelt vertreten, ganz klar. Bei den Berserkern Hollywood haben wir Dreamland, wir haben hier so Shadowhunter sogar dabei, recht weit oben, Rising Star, bei den Assassinen haben wir Crit Happens und Hollywood und Holzfällerhütte dabei. Wir haben, ja, bei den Markern ist es tatsächlich Crit Happens. Die haben immer so mindestens eine Klasse, wo sie schon tendenziell mit am stärksten unterwegs sind, habe ich so das Gefühl. Bei den Kriegern ist es natürlich Hollywood und Rising Star, gerade durch Soul King Tempest. Ja, gab es schon wieder eine Änderung. Aber es sind wirklich auch verschiedene Gilden vertreten. Das ist halt wirklich gut. Und es gibt jetzt nicht die Top-Chars nur aus einer Gilde. Das gibt es hier gerade gar nicht. Also das macht halt dann die Kämpfe sehr interessant. Aber da müssen wir noch, naja, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Aber tendenziell, wenn der Server einen Monat alt ist, glaube ich, früher wird es nicht sein, dass man da auch direkte Kämpfe permanent hat, wo man sehen kann, wer sich hier durchsetzt. Aber ja, das macht wie gesagt den Server sehr, sehr interessant. Der Server ist sehr stark. Wir haben schon gesagt, über 200 Leute sind über Level 200. Ist auch ein deutliches Fingervermerk. Ich glaube, wir sind bei locker. Sind wir schon bei 1000? Also selbst um Rang 1000 sind die meisten Spieler über Level 100. Das heißt, wir haben deutlich über 1000 Spieler, die Level 100 oder mehr sind, und die müssen alle irgendwo auch gepilzt haben. Das kannst du nicht Free-to-Play komplett gespielt haben, und das ist schon eine Hausnummer. Also das habe ich jetzt nicht bei allen Servern so verglichen, aber ich wette, dass das bei folgenden Servern jetzt nicht unbedingt der Fall sein wird, dass dann so viele Leute Stand jetzt über Level 100 sind. Also zeigt ja auch die Aktivität, ja, muss man mal auch sagen. Also gut ab.
läuft. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigst du mir gerne noch Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Ansonsten war es das erstmal wieder. Haut rein, macht euch Tschüss und Servus. Euer Basti.